Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video zum Fernbus-Simulator. Und heute wird das Ganze mit besonderem Anlass stattfinden, denn heute nehme ich eine Herausforderung an. Heute werden wir Reisebüro Paluten retten. Doch bevor ich das tue, könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen und auch gerne die Glocke aktivieren. Außerdem habe ich brandneuen Merch, mein erster Merch. Könnt ihr auch gerne mal rechts unter meinem i beim Shop vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Um das Ganze mal ein bisschen zu erklären. Paluten wurde des Öfteren wegen seiner, wie er es nennt, extravaganten Fahrweise gefeuert, selbst bei seiner eigenen Firma. Allerdings hatte ich schon immer so ein bisschen den Traum, mal mit ihm, weil er ist ja ein prominenter Busfahrer, eine Reise nach Österreich zu planen, denn er fährt gerne Ski. Ich war noch nie Skifahren, würde ich auch gerne mal hin und wie komme ich nach Österreich? Natürlich mit Paluten. Als Busfahrer, das ist ja ganz klar. Daraufhin habe ich natürlich, das habt ihr auch in letzter Zeit schon immer gesehen, ein paar Jobs angenommen hier beim Fernbus-Simulator und habe mein ganzes Geld zusammengespart, um mir genau dieses Ticket zu kaufen für eine Reise nach Linz in Richtung Wien von München, natürlich bei Reisebüro Paluten. Doch dann kam die erschütternde Nachricht. Die Reise kann nicht mehr stattfinden, denn sie haben ihren einzigen Fahrer, Paluten, gekündigt. Ich, als super mega toller Spitzenfahrer, werde mich nun dafür einsetzen, dass Paluten seinen Job wieder bekommt. Dies werde ich tun, indem ich eine Reise von Nürnberg, ich wohne nämlich in der Nähe von Nürnberg, nach München, wo Paluten jetzt aktuell wohnt, fahre und das für Reisebüro Paluten. Ich werde dabei versuchen, keinen einzigen Fehler zu machen, das ist die heutige Challenge. Und sofern ich das schaffe, haben sie mir versprochen, dass sie Paluten den Job wieder zurückgeben, falls er das Angebot denn annimmt und mit mir dann die Reise fährt. Und Leute, jetzt brauche ich eure Hilfe, denn klar, fahren, das muss ich selber machen, aber damit Paluten darauf aufmerksam wird, dass er überhaupt wieder einen Job angeboten bekommen hat und damit ihr diesen dann tatsächlich auch bekommt, brauche ich genau deine Hilfe. Ja, jeder, der mir jetzt dabei hilft, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Der Gewinn ist einmal das Spiel Fernbus-Simulator in der Platin-Edition. Das heißt, die Platin-Edition enthält alle DLCs, heißt auch einige nutzbar natürlich für den Tourist-Bus-Simulator, plus das neue Frankreich-DLC. Denn das Frankreich-DLC kommt ja demnächst raus und das gibt's dann im Bundle oben drauf. Ich habe schon lange kein Gewinnspiel mehr gemacht und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu verknüpfen. Wie ihr mir jetzt helfen könnt und gleichzeitig am Gewinnspiel teilnehmt, ihr müsst einfach auf dieses Video hier klicken, von Paluten, rechts oben beim i verlinkt. Könnt ihr einfach mal draufklicken und schreibt dann einen Kommentar, der so oder so ähnlich aussieht, in dem eben drin steht: Hi Paluten, Mike Let's Play hat dich bei Reisebüro Paluten gerettet. Schau dir das Video doch mal an. Desto mehr teilnehmen, desto mehr haben natürlich auch die Chance auf das Spiel Fernbus mit der Platin-Edition und DLC Frankreich, aber desto höher ist auch die Chance, dass Paluten dann wirklich auf dieses Video aufmerksam wird und seinen Job tatsächlich wieder zurückbekommt. Das Gewinnspiel wird dann ungefähr eine Woche laufen und nach einer Woche werde ich dann ein Video machen, wo ich mir zufällig einen aus dem Video von Paluten, das ich rechts unter meinem i verlinkt habe, einen Kommentar rauspicke, der eben so oder so ähnlich geschrieben wurde. Und dann nach diesem Video kann mich der Gewinner dann kontaktieren. Kontaktieren ist ein gutes Stichwort, denn falls es dann wirklich geklappt hat und Paluten gerade dieses Video sieht, dann erstmal sei gegrüßt und zweitens kannst du natürlich dieses Angebot super super gerne annehmen von München nach Linz. Ich wäre schon fast enttäuscht, wenn wir diese Reise nicht antreten, ja. Also falls du das Angebot annehmen möchtest, wäre ich dir mega mega dankbar, wenn du mir auf Twitter, Instagram oder vielleicht sogar Discord, aber Twitter und Instagram sind eigentlich besser, mal schreibst und wir dann vielleicht mal einen kleinen Termin ausmachen. Auf jeden Fall danke an alle, die mich jetzt so hingegen unterstützen. Und dann würde ich sagen, müssen wir das jetzt erstmal schaffen, dass wir ohne Fehler von Nürnberg nach München fahren. Und deswegen starten wir rein. Ihr seht schon die ganze Zeit hier Reisebüro Paluten. Wir fahren natürlich mit dem MAN Lions Coach, weil ich da diese wunderschöne Aufschrift habe. Und dann würde ich sagen, starten wir rein und zeigen Paluten mal, wie er sich ein bisschen auch verbessern kann sogar in diesem Spiel, ja. So, pissy Wetter, es regnet, das ist auch interessant und es hat gerade kurz geruckelt, auf jeden Fall nice. Lassen die Kiste mal an
Und dann machen wir das nicht so wie Paluten, sondern wir stellen einfach alle Sachen hier vorher schon ein. Nicht, dass die mich dann die ganze Zeit nerven, wie in seinen Videos. Immer mit, da oh, WLAN an, aufs Klo gehen, keine Ahnung. Wir schalten das vorher schon an und sind damit schon ready. Let's go. Kann es sein, dass die schon wieder was an der Stadt gepatcht haben? Das kann sein. Also ich spiele jetzt Fernbus-Simulator nicht so oft, aber... Also in Nürnberg bin ich oft gestartet, weil ich wie gesagt aus der Nähe komme. Und das sah immer anders aus als jetzt. Interessant. Ich freue mich allgemein schon ein bisschen drauf, dass die in nächster Zeit noch viel an diesem Spiel verändern werden. Also es soll ja ein neuer Bus kommen, es soll ein neues Land, ja Frankreich kommen und so. Also ist schon crazy, was die noch an diesem Simulator machen, obwohl der ja schon relativ alt ist. Ups. Keiner gesehen, hinter uns zwei Bullen, ne? Ist egal. Weiter! Das ist aber nicht originalgetreu. Also in Nürnberg war ich schon mal da. Bin zwar noch nie selber mit dem Flixbus gefahren oder Reisebüro Paluten. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie das aussieht. Und das ist nicht originalgetreu. Nürnberg, München, alles cool. Klar, super Sache. Ciao, das Ticket. Bitteschön. Oh, top. Servus. Passt. Ciao, das Ticket sehr. Jo. Grüezi, ist das gültig? Vielen Dank. Grüezi, frei. Auf geht's. Was? Keiner, der falsch gestanden ist? Was ist das denn? Also, Leute, noch kein Unfall. Schauen wir mal, wie wir das weiterhin schaffen. Kannst du mich bitte reinlassen? Hallo? Ja, danke. Lange ein bisschen auf dem Bordstein, macht nichts, kein Problem. Das ist aber so richtig bekloppt gemacht hier, dass immer die linke Spur nur für Linksabbieger ist und die andere nur geradeaus geht. Das ist ein bisschen crazy. Ja, stark. Ganz klasse, ihr fahrt einfach noch rüber. Alter, der fährt mich hin! So, endlich aus der Stadt draußen. Also Stadt ist immer echt Horror in diesem Spiel. Und es ruckelt auch ab und zu. Was ist das denn eigentlich? Leute, ich habe auch übrigens einen echten Führerschein. Jetzt ist die Ampel rot. Ey, was ist das denn? Und der fährt auch noch rüber. Mann, ich kann nicht bremsen mit diesem Bus. Was ist das denn? Weil es regnet oder was? Aber ich bin ihm nicht reingefahren. Hallo? Nice. Du bist doch so ein Idiot. Fahr doch. Nice. Als ich das letzte Mal hingeschaut habe, war es noch grün. Ich habe nichts gesehen. Leute, ich habe auch in echt tatsächlich meinen Führerschein. Deswegen kann ich das gar nicht so übers Herz bringen, so zu fahren wie Paluten. Ne? Also, das ist fällt mir schwer, Leute. So, ab auf die Autobahn. Und ich glaube, dass jetzt gar nicht so viel passiert. Es ist ja auch in echt, das ist eine der besten Strecken zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn nicht mega viel los ist, ist Nürnberg-München eine der besten Strecken so zu fahren über die A9. Mal gucken, wie das jetzt hier läuft, aber ich glaube, es passiert nicht so viel. Deswegen machen wir einfach mal einen kleinen Cut und sehen uns in der Stadt wieder. Ja, genau. Boah, Polizeikontrolle, ey. Was wollen die denn von mir? Kannst du sowas von knicken? So, wir sind kurz vor Ziel. Da sehen wir sie, die Allianz Arena. Ja, wir fahren jetzt hier auch die Ausfahrt raus. Theoretisch auf die andere Autobahn, aber hier sieht's aus nach Bundesstraße. Und zwar die B13. Okay. Von mir aus machen wir das. Von links kommt keiner, wenn ja, hat er Pech gehabt. Und dann driften wir durch den Regen ein bisschen, kein Ding. Ja, sieht selbst für Fernbus-Simulator schon verdammt nice aus, muss ich sagen. Und so kommen wir nach München rein, da hinten sehen wir schon die Berge. Das ist das Ziel. Bin jetzt dann in München vor Ort, jetzt gucken wir mal, dass wir in ein paar Tagen dann weiterfahren nach Österreich. Und wieder schön nah ranfahren als Bus. Boah, das ist immer so geil. Vor allem die Busse, die machen, dass auch immer eine Steigung ist. Die interessiert das gar nicht. Die haben ja Automatik und so. Und dann stehst du da als Fahranfänger und stehst du auf einer Steigung und der Bus kommt so richtig nah an dich ran und denkst dir so, oh mein Gott,
nur ein bisschen was falsch mache, dann bin ich instant in den drinnen, weil ich zurückroll. Ja, ist richtig cool, immer. Oh. Ich muss rüber. Da steht einer. Ich blinke einfach mal, das hilft immer. Ein bisschen können wir noch. Ja, Hubal, oder? Jetzt wird grün, jetzt wird's ernst. Direkt Gas geben, jawohl, hat geklappt. Warum bremst der Typ so stark, Junge? Okay, und da sind wir schon angekommen am Busbahnhof, am Münchner. Mega nice. Schon abends, jetzt muss ich mir irgendwie eine Hotelunterkunft suchen. Und dann warte ich hoffentlich nicht mehr lange, bis Paluten seinen Job wieder angenommen hat und mich einlädt auf eine kleine Reise. Schauen wir mal. Mal gucken, wie viele Fehler ich hatte. Bin natürlich komplett fehlerfrei gefahren. Ist klar, ne? Ja, aber schauen wir mal. Einmal hier rum. Da steht Lufthansa, heißt eins daneben, ne? Hier muss ich wahrscheinlich rein. Ich habe keine Markierungen an, aber müsste theoretisch. Ja, ich weiß, dass die Bahn sich da ein Beispiel nehmen kann. Mit so einem guten Fahrer einfach. Also, hier ist alles grün. Service ist alles grün. Verkehrsregeln. Nein, aber es ist okay. Also, ein Sachschaden, das, ja, pff, was ist das? Zwei Unfälle, ja, ups. Fahrverhalten, da haben wir einen Lenkfehler, das war, bevor ich auf die Autobahn gefahren bin. 15 Mal Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Gut, das haben wir ja gerade angesprochen. Aber ich finde trotzdem, dass wir uns gut geschlagen haben. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt auf die Suche begeben in ein Hotel. Und warte dann auf die Antwort von Reisebüro Paluten, beziehungsweise dem Inhaber, der dann hoffentlich wieder Busfahrer ist, Paluten. Und dann können wir eine Reise antreten, mal schauen. Wird auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da und haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.